Seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Tiefe! Laura! Hast du was hochreit, Machi? Тут им nichts. Bitte. Тихо. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Bin schon dabei. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Прячешься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех... Она тоже была порадочной стервой. Halbautomatische Pistole, ohne Munition. Aber ganz ehrlich, anders gewollt hat das doch auch nicht, oder? Irgendwie darf ich, wenn ich zu lange brauche? Da ist sie! Alles klar! Ja, das tue ich. Mit einem Pfeil durch den Hals. Okay, da haben wir den Typen getötet. Wir haben ja alles abgefackelt. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg.
Oh mein Gott. Und auch noch angeschossen. Jetzt geht's aber richtig los. Und die Pistole hängt da auch an der Seite. Total cool, oder? Ich liebe sowas. Okay, wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell weg. Benutze den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Und deshalb liebe ich den Bogen. Die sind nicht ganz so helle, müsst ihr wissen. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Und ein weiteres totes Crewmitglied. Es ist schon bitter. Es ist schon bitter. Okay, ab nach oben. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ganz ehrlich, Laura, die Typen haben es nicht anders verdient. Auch der Typ, der die da, ja, schon vergewaltigen wollte, oder? Sah schon so aus. Keine Ahnung. Selber schuld, ohne Spaß. Pyromane. Aha. Laternen zerstört. Das ist eine Herausforderung, Laternen zu zerschießen. Das ist ja grotesk. Ich habe da oben aber schon wieder Laternen gesehen. Das wird wieder ein Spaß. Was ist das hier? Aha. Aha. Bergtempelkarte. Na, seht mal. Na, seht mal, seht mal, seht mal. Okay. Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist unglaublich cool. Ich freue mich auch richtig drauf, weil es halt wirklich so actionreich ist. Das spielt sich von alleine eigentlich. Weil man... Ach, keine Ahnung. Es ist halt einfach spannend. Ich habe jetzt sehr lange ein Rollenspiel gespielt, sehr oft hintereinander. Und das jetzt zu spielen, ist wieder eine richtig schöne Abwechslung. Da ist eine Lagerstätte, seht mal. Bei alten Filmen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Wohl oder übel? Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, ihr habt gerade gesehen, wir haben jetzt noch mehr Upgrade-Möglichkeiten bei der Pistole, und zwar richtig viele.
Machen wir das, Munition plündern. Und ihr habt gesehen, wir haben jetzt die Schnellreisemöglichkeit. Das machen wir mal direkt zum Vorführen. Wir reisen mal per Schnellreise hier zurück in den Küstenwald. Und können dann hier mal eben die Sachen sammeln, die ich übersehen habe. Ganz einfach. Und so können wir jetzt das ganze Spiel lang immer hin und her reisen. Gegenstände sammeln. Das Grab, was wir da nicht machen konnten, nachholen. Und. Also es gibt jetzt endlose Möglichkeiten natürlich. Könnte ich hier bitte ein ganzes Buch, ein ganzes Schriftstück übersehen? Das ist schon besorgniserregend. Ja, und hier müssten eigentlich auch irgendwo diese Dinger noch hängen, aber die zwei Stück, die noch fehlen, aber... Die sind ja dermaßen schwer zu finden. Gott. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Eieiei. Der ist hier also abgestürzt, der Arme. Der muss sich aber auch denken, ne? Von allen Orten auf der Welt muss ich genau hier abstürzen, wo so ein komischer, irrer Stamm lebt. Oder eben, wie er dachte, die Orni. Set. Komplett. So, jetzt sag mal an, wo ist denn hier noch sowas? So ein Windspiel an der Wand irgendwo. Nein, die werde ich jetzt nicht gezielt suchen, weil dazu möchte ich euch wirklich nicht verdonnern. Ich gucke nochmal, ob ich die jetzt irgendwo sehe. Wie gesagt, vor allen Dingen haben auch diese zwei Abschnitte. Da ist er sowieso sehr schwierig. Wie weit kann ich zurücklaufen? Nur die Ecke rum, okay. Ne gut, wie gesagt, die suche ich dann selber irgendwann mal. Oder eben am Ende. Schnellreise, wir reisen zurück. Zack, zack. Zum Bergtempel, ja. Okay, wir sind zurück. Was ist das da? Was ist das denn? Na, guck mal. Aha. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt.
Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. 82. Tagebücher eines Wahnsinnigen. Dieses Tagebuch gehört Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Ganz genau. Der auf einer Krücke da angehumpelt kam, meinte, er wäre Lehrer. Was ich dem auch geglaubt hätte. Ist ja nicht so, dass er eine Kette anhatte, wo Schlüssel dran hingen und sowas. Wie so ein Irrer. Entschuldigung. Okay, das war das Tagebuch. Guck mal, ganz doof, ne? Ihr wisst ja. Ich bin halt sehr darauf aus, hier direkt alles mitzunehmen. Geocache. Oh, und guckt euch das mal an. Ist so schön. Und böse. Der Bogen ist einfach geil. Der Bogen ist einfach geil. Da 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 da. Es ist einfach so cool. Ja, der Bogen ist einfach Wahnsinn, wie gesagt. Oh, da war noch was, da war Gestrüpp. Mehr ist hier nicht? Ne. Okay, mit dem Bogen können wir eben vor allen Dingen große Konflikte ganz einfach umgehen und uns den ersparen. War auch schon gemein, ne? Set komplett. Das ist schön. Frage ich mich gerade. Komme ich da nicht auch schon hin? Da oben drin? Oder nur von oben? Moment, hier unten auch eins. Okay, das sind diese beiden Hütten. Nee, da komme ich nur von oben hin. Okay. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur auf die Karte starren, aber das ermöglicht eben so ein gutes Dual-Vorgehen, dass wir beides gleichzeitig machen, erkunden und direkt die Sachen dabei mitnehmen können. Glück gehabt, oder? Unglaublich wichtig in diesem Spiel. Durch den linken Stick können wir so die Perspektive wechseln. Das ist total wichtig, damit wir so an Wänden vorbeischießen können. Seht ihr dann das später noch. Wir hinterlassen irgendwie nur Ruinen, oder? Okay. Und da drin ist jetzt angeblich noch ein Schätzchen zu finden. Lass mich raten, das ist so eine hässliche Maske. Aha.
Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Oder es ist ein Fake. Na, das weiß man nicht. Okay, und wo war jetzt der andere noch? Da. Da, okay. Wir können ja hier hin. Whoop. Und das hier mitnehmen. Zack. Und dahin. Zack. Aha. Und guck mal hier. Wow. Mein Unkraut. Und das letzte Artefakt. Super. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Gott. Wie die Tafel, die man beim Fußballspiel auswechseln hochhält. Hm. Toller Vergleich, ich weiß, aber gar nicht so abwegig. Okay. Gut, freut mich, da haben wir hier alles mitgenommen. Dann können wir nochmal ein Fackelchen anzünden und hier oben auch noch den Beutel niederbrennen, der hier noch hing. Richtig? Hier. Denn Bergungsgut tut uns gut und hilft uns, die Waffen zu verstärken, ne? Also, her damit. Okay, und seht mal hier. Ein Büchlein. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Schon doof, oder? Das ist das Tagebuch von Nikolai, einer der Überlebenden auf dieser Insel. Er erwähnt einen Vater Matthias. Ist das derselbe Mann, den ich getroffen habe, der bei Sam war? Ja. Und ihr seht schon, Vater Matthias, da ist ja schon dieses Propheten-Vorbild-Gedenke. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas ist hier passiert mit Matthias und diesen ganzen komischen Leuten, die ihm folgen und irgendwie eine komische Göttin anbeten. Irgendetwas stimmt hier nicht, um es mal ganz klar zu formulieren. Ich schaff das. Schöne Stiefel, oder? Ist das eng. Hört sich nicht gut an. Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an.
du verdammter Mistkerl. No, wei, oh wei. Neues Lager entdeckt, Dorfplateau. Boah, das Bein blutet aber. Nicht gut. Das ist nicht gut. Ausrüstung, Bogenverbesserungen, zack. Verstärkte Wurfarme. So, den Rest sparen wir mal. Mit der Pistole bin ich mal so ein bisschen zurückhaltend. Okay, wir müssen also dem Rolf-Rudel folgen, weil die seinen Rucksack haben. Das ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Egal. Ja, gleiches Spiel wie immer. Diesmal haben wir hier wirklich ein riesiges Gebiet. Das Bergdorf. Das werden wir auch in mehreren Etappen sehen. Das verrate ich schon mal. Und wir werden auch jetzt beim ersten Durchlauf, sage ich mal, blöd, ich will nicht zu viel verraten, nicht alles begehen können. Ne? Weil es teilweise noch Ausrüstung gibt, wie auch schon beim Grab, die wir nicht besitzen, durch wir eben bestimmte Bereiche hiervon nicht betreten können. Ich gehe mal hier direkt rum. Okay, hier ist nichts. Hier auch nicht. Okay, dann kommen wir hier hoch. Nö. Das ist auch für später. Ja, wie gesagt, ne, da oben diese Dinger, die da, damit können wir aktuell noch nichts anfangen. Und hier diese ganzen Ebenen hier, diese ganzen Hütten, die sind alle begehbar. Und guck mal da, die riesige Statue. Wahnsinn. Ich glaube, das hier war auch eine Herausforderung, diese ganzen Schreine anzuzünden, oder? Jetzt vertue ich mich da gerade. Hier die. Erleuchtung. Eins von zehn. Sache wieder das größte Dreckswetter überhaupt, ne? Autsch. Okay, das ist glitschig. Okay, den Weg hoch haben wir schon gesehen. Hier natürlich. Kommen wir aber auch hier hin und hier hin. Und haben hier ein Geocache. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Das weißt du am ehesten, Laura. Ah, ein Artefakt. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ja, oder war es nur ein Vorhut? Entschuldigung, ich habe den ersten Text unterbrochen. Okay. Weiß es nicht. Da kommen wir nicht durch, aber guck mal hier. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft, ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann,
außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Himiko von Yamatai. Mhm. Also gab es sie wirklich, ja? Eine alte Schriftrolle. Sie müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Gruselig, oder? Irgendwie so ein bisschen. Na gut. Na gut, na gut. Okay. Ein paar Pfeile. Hier können wir nichts machen. Aber guck mal hier. Zack. Waffenmodifizierung verfügbar. Das ist ja schön. Und jetzt sind wir hier eine Ebene weiter oben. Und ich höre schon die Wölfe. Das ist auch wieder toll. Geht's noch weiter nach oben. Mit noch mehr Bergungsgut, was wir gut gebrauchen können. Okay. Ja, ihr seht schon hier, ne? Diese Holzwände sehen sehr danach aus, zerstört werden zu wollen. Das werden sie auch. Was für komische Sätze ich hier formuliere. Aber eben alles zu seiner Zeit. Hier haben wir nichts. Nö. Da kommen wir auch nicht hoch. Okay. Ich mag das gar nicht, wenn hier im Spiel irgendwas wackelt oder... Wow! Oder sich bewegt. Okay. So kommen wir da hoch. Wo müssen wir denn genau hin? Wir müssen da hoch. Okay, dann gibt es glaube ich zwei Wege, kann das sein? Hier ist Bergungsgut. Alles sehr wackelig. Wow! Wow, wow, wow. Eieiei, ihr merkt schon, es wird ein adrenalingeladenes Abenteuer. Und glaubt mir, es kommen ein paar Sequenzen in diesem Spiel, ein paar Abschnitte, in denen ich wirklich... Entschuldigung, Weizenreflex. Da ist ein Grab. Das sehe ich direkt. Wobei die große Frage dann natürlich ist, können wir das überhaupt machen, ohne die entsprechende Ausrüstung, ne? Geocache. 2 von 15. Eieiei. Nee, weil wir da gar nicht hochkommen, oder? Nee. Unzugängliches Grab. Gut, dann können wir uns einfach merken, dass sehr viele der Gräber einfach noch nicht zugänglich sind. Das sind dann wirklich Sachen, die wir erst später im Spiel machen können. Ich höre einen Sender, kann das sein? Ja, das ist der Sender. Ich will nur den Rucksack, sonst nichts.
Boah, die haben hier aber schon gut Beute gefunden, ha? Oh Mann. Okay, jetzt zurück zu Roth damit. Diese Quicktime-Events, ne? Alles klar, wir haben es überlebt. Oh Mann. Bitte schnell raus hier. Bitte schnell raus hier. Will hier nicht mehr sein. So, okay. Auf zu Roth. Ach, guck mal hier. Perfekt. Okay, wir haben den Rucksack, das hat doch gut funktioniert, oder? Roth? Oh, er ist noch da. Gott sei Dank. Gut. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt, neue Ausrüstung erhalten. Das werden wir auch. Denn dann haben wir das coole Axtklettern, was wir ja auch in Rise of the Tomb Raider anwenden würden und auch in Shadow of the Tomb Raider. Eigentlich das zentrale Element schlechthin, oder? Na, denn wir haben jetzt, ihr seht es, eine richtige Kletteraxt, nicht mehr dieses doofe provisorische Ding. Und wie das genau funktioniert und ob wir es schaffen, ja. Boah, sieht man den Sendeturm von hier aus eigentlich? Da oben, genau, da wollen wir hin, wisst ihr, zum Sendeturm. Na, Signal absenden, das wird ein Spaß. Ja, das Ganze gibt's aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon. Ciao mit Tomb Raider.